Auch in diesem Jahr werden wir Data der Domingo Flyers wieder unsere alljährliche Winterfeier feuchtfröhlich gestalten. Dieses Jahr haben wir allerdings zwei besondere Gäste. Einmal die Agathe Bauer und die Anneliese Braun. Die beiden möchten an diesem Abend ein wenig mitfeiern und sehen, wie es bei uns so läuft. Bevor sie das Lokal betreten, weist Agathe Bauer Anneliese Braun darauf hin: Anneliese, popel nicht! Sonst schmeißt sich Jana noch hochkant aus dem Lokal. Henry stolpert so gegen 19 Uhr mit einem kleinen Umweg über die Schwarzwaldstube in das noch relativ leere Café Santo Domingo und begrüßt als erstes unseren Heinz mit: Na du alter Ghetto Franz! Alles klar? Eins. Yes, yes. Bruder schallt ihm entgegen. Der Gregor, der Krämer, der Danny und der David bestellen sich erstmal beim Thorsten ein schönes, großes Erdnussbier. Der uns allerdings auf Jana verweist, denn er habe ja heute seinen freien Tag. Kein Problem, sagt der Wolle, dann hol doch einfach das Fass rein. Fass rein, Fass rein. Wir bedienen uns dann schon selbst. Agathe Bauer fragt sich: Kann das gut sein? Kann das gut sein? Während sie Bernd lautstark rufen hört: Wo bleibt denn der Schnitzelwagen? Den Schnitzelwagen. Ich hab Hunger. Ruhig, Braune, antwortet die Dani. Der kommt per Würstchen-Express. Ohne Hauptgang hat's der Fons mal wieder geschafft, sich durch den Gurkensalat über den Käsebaum bis hin zur Creme mit Schokolade durchzubeißen. Am Dartautomat sagt dann der Walter zum Mockel: Hol mal die Zang. Ich hab schon wieder eine Spitze abgebrochen. Im gleichen Moment geht die Tür auf und der Alex betritt das Lokal. Er läuft an Agathe Bauer und Anneliese Braun vorbei, direkt zu den jungen Kollegen, wird dort von der Katha mit folgenden Worten begrüßt: Hey, wie geht's? Wie geht's? Du Eishockey-Baby. Eishockey-Baby. Worauf Alex antwortet: Nicht so ganz. Ich hab Zahnweh. Ralle schaltet sich ein und meint nur: Sei froh, dass du noch so viele Zähne hast, nicht wie manch anderer hier. Plötzlich ein Riesengeschrei im Domingo aus Frankies Ecke. Scheißmaschine! Scheißmaschine! Weil er schon wieder mal einen Huni verzockt hat. An den Sitzplätzen ruft Bille den Henry herbei und sagt zu ihm: Du doofer Sack! Ich hab gesagt, bestell mal eine Runde Jägermeister und sauf nicht wieder alles alleine aus. Du blöde Sau. Agathe Bauer denkt sich nur: Heute Abend wird das nix. Anneliese Braun kann darauf nur antworten: Gut, dass wir den Arno nicht mitgenommen haben. Hier sind ja nur lauter Dove, niemand gescheit. Lauter Dove, niemand gescheit. Die Musik, die unser DJ Klaus wieder fabriziert, kommt bei Julia nicht so gut an. Prompt schreit sie durchs halbe Lokal: Mach doch mal gescheite Musik und mach den Dickschädel-Blues endlich aus. Nun ist auch Jasmin eingetroffen. Sie hat sich ein wenig verspätet, weil die Oma fiel ins Klo. Oma fiel ins Klo. Da musste sie ihr erst wieder raushelfen. Anneliese Braun lässt sich von Jana erstmal erklären, wo die sanitären Anlagen sind. Mit einer kurzen Beschreibung: Da vorne links, wäre nun auch das geklärt. Alle anderen sind verwundert, dass der Joachim da ist, denn normalerweise kommt er samstags nie. Ins Domingo. Aber dieses Thema ist gar nicht so wichtig, denn Thorsten hat mal wieder Schulterschmerzen und sagt nur: Gib mir ein Seil. Ich häng mich auf. Daraufhin kommt bei der Gabi die Arzthelferin raus und sie antwortet nur: Aber Thorsten, du musst dir doch nur ein bisschen Benzol Forte Forte dir nur reinziehen. Benzol Forte 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 dir nur reinziehen. Dann gehen die Schmerzen von ganz alleine weg. Mittlerweile ist es schon nach 3 Uhr. Und Gregor wundert sich, warum der Dave noch etwas zu trinken bekommt und er nicht. Der Scholz flüstert ihm ins Ohr: Du musst nur besoffen bestellen.
wie der Daven, dann bekommst du auch noch was. Mit einem leichten Jana, du blöde Kuh, blöde Kuh, kommt ihm die rettende Idee. Wir gehen alle zu mir. I have a kiss to beer. Einwandfrei. Leit Frankie dem Gregor entgegen. Da komm ich mit. Er darf aber leider nicht mitkommen, denn Leute mit einem Brust-H-Toupé kommen beim Gregor nicht ins Haus. Traurig murmelt er. Ich bin so wie du. Ich bin so wie du. Außerdem bin ich viel cooler als er. Cooler als er. Und zeigt damit auf den Krämer, der gerade am Bezahlen ist und sich immer wieder denselben Satz sagt. Niemand kann das bezahlen. Anka das bezahle. Henry meckert derzeit die Bille an. Ach, lass dir Zeit. Ich will ja erst seit 5 Stunden schon nach Hause. Daraufhin antwortet sie nur, dann geh doch allein, ich leg mich dann ins Bett von einem anderen, was soll's. Ein Brett von einem Mann in Brussels. Agathe Bauer. I've got the power. Und Anneliese Braun. Anneliese Braun. Sind sich in dem Moment einig. So ein Abend, das vergesst ihr nie.